Ihr könnt mich mal. Warum hinterlässt er ein Herz? Ich brauche kein Herz, aber egal. Ich will die Kiste. Schlüssel gefunden, oh yeah. So. Schwert. Nehme ich gerne mit, damit ich dir eine drüber braten kann. Oh. Das ist auch nice. Hier ist wirklich einiges drin. Und ich habe den 5er Rubin verpasst, aber wir können ja eh nur 200 mit uns tragen. Und da sind. Bekommen wir bis zum Ende des Labyrinths auf jeden Fall 200 Rubine. Und einiges an roten Glibber, man sehen kann. So. So. Gut. Ich kann. Wie kann ich die hier aktivieren? Was habe ich dazu? Nichts. Außer diese kleinen Steinchen. Nicht wahr? Ja, ihr seid ja ganz brave kleine Steinchen. Ich würde euch gerne nach da drüben schmeißen und in Deckung gehen. Wo bin ich jetzt? Ach, ist eh nichts geschehen. Sehr schön. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gerannt. Ich hätte gerne die 5 Rubine wieder. Und jetzt können wir hier rein. Was haben wir hier? Erstmal wieder rote Slimes. Die wären weg. Der eine hinterlässt nichts. Der andere. WTF. Wuhu, ich habe so viel gesehen. Da gibt das Herz her. Burns. Na gut. Ich verprügel dich, auch wenn ich nichts sehe. Und ein Glücksamulett. Sterben. Dich brauche ich, glaube ich. Jo. Burn in hell. Burn in hell. Und dann kann ich mich hier raufstellen. Und damit öffnet sich eine Tür. Oh, nice. Wir sind draußen. Es ist so schön hell. Wie komme ich an den Typen vorbei? Ach, okay. Ich weiß schon. Weil die Brücke bricht, ja, wenn man Seile durchschneidet. Naja, nicht bricht, aber, ne? Ihr wisst. Geh zurück. Come back, Toby. Was hinterlässt du? Ich brauche Rubine. Bekomme ich nicht. Oh, nee. Oh, nee. Der Vogel. Ich mag den Vogel nicht. Okay, hier ist Lava. Müssen wir aufpassen. Und dann ist hier der Vogel, den ich überhaupt nicht mag. Aber da hat er gut geklappt. Leider ist seine Feder runtergefallen. Leider. Das ist auch ein cooles Item. Naja, Item nicht, aber... Feder halt, ne? Was man damit kann, weiß ich nicht. Müsst ihr mir sagen. So. Da gehe ich besser mit Vorsicht. Rüber. Dürfte eigentlich nicht so schnell wieder starten. Jo. Perfekt für Anfänger. Und dann muss ich hier irgendwie freibomben.
Aha, und hier komme ich dann so rüber, ne? Jo. Sehr schön. Da hätte ich mir jetzt eine große Frage gestellt, wenn das nicht durch Zufall geschehen wäre. Gut. Da ist eine Bombe. Und die werde ich brauchen. Ist der Vogel eigentlich back? Oder habe ich schon wieder Hallos? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn von hier auch nicht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und das ist schön. Dum 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 bum. Einmal hier durch. Und das sieht nach einem Schieberätsel aus. So. Ich schieb dich mal nach draußen. Und schieb dich mal nach draußen. Dann kann ich mich auf dich draufstellen, auf dich draufstellen, auf dich draufstellen. Das war ein bisschen zu easy. Naja. Ratten? Nehmen Geld weg? Nicht? Was ist los? Merlin, diese durchtriebenen und diebischen Ratten sind den Leuten alle möglichen Sachen stibitzen. Siehst du nicht zum ersten Mal, oder? Ich verstehe ja, dass sie dich wütend machen, aber Ratten sind nun mal Ratten. Probier doch mal etwas Futter von ihren Rattenlöchern zu streuen. Vielleicht geben sie dir ja was von ihrer Beute ab. Futter. Habe ich nicht, ne? Junge? Ah, ich bin wieder auf den Turboknopf gekommen. Scheiße. Nee, hab ich nicht. War klar. Junge? Ne, ich mag die Ratten ganz und gar nicht. So viel steht fest. Aber egal. Was haben wir denn hier? Den Kompass. Jetzt weiß ich, wo alle Schätze in diesem Labyrinth sind. Das wurde in Skyward Sword schön gemacht. Das sieht man nämlich auf der Dungeon-Karte selbst. So. Ruhe! Ach, Penner. Okay, das wird uns ein bisschen dran hindern. Aber wie ich das da drüben auch bekomme, weiß ich auch. Muss mir niemand erzählen. Hopp. Und jetzt hat mich eine Ratte berührt, während ich in der Animation war. Naja. Ist das scheiße jetzt? Jetzt bekomme ich das Geld nicht mehr, ne? Das werde ich, glaube ich, nicht mehr bekommen. Bevor es sich auflöst, nicht. Komm, den blauen nehme ich noch. Den Rest lasse ich mal liegen. Der Rest ist mir ein bisschen egal. So, wir sind wieder draußen. Keine Ratten. Yay. Und Jump. Jump. Brum. Brums. Blauer Rubin. Komm mal her. Du hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Oh yeah. Tschüss, deine Feder bekomme ich wieder nicht. Aber egal. Was können wir tun? Wir nehmen diese Fackel. Naja, dunkel ist es. Ne, für euch auch nicht. Überhaupt nicht dunkel. Man erkennt alles, auch ohne die Fackel, aber ich mache das jetzt mal so, wie das gedacht wäre. Okay, ich kann das hier anzünden, das hier anzünden, dann habe ich immer Feuer. Wenn mir das ausgeht, erhalte hier nochmal ein Glücksamulett. Und
dann kann ich mir hier nochmal Feuer holen und gehe weiter. Okay, man braucht das Feuer doch. Aber nicht so wild. Ist ja nur eine kleine Passage. So. Ich hab, ach doch, hier eine Bombe. Denn mit dieser Bombe können wir nun den Teleport aktivieren. Und uns jederzeit wieder hierhin teleportieren, wenn wir gar das Spiel neu starten oder so. Wer weiß. Bams. Und Bams. Und dann hier durch. Was haben wir hier? Oh, oh, Mist, Mini-Boss-Kampf. Mist. Komm her, Junge. Komm her. Der ist tot. Aber natürlich kann das noch nicht alles gewesen sein. Wir können nämlich hier die ganzen Vasen kaputt machen. Nee. Erstmal alle hier unten, würde ich sagen. Das klappt eigentlich gut. Und Bams. Hops. Bam, bam, bam. Und Bams. Denn in den Vasen erstens bekommen wir Rubine und zweitens kann sich darin ein Gegner ganz fies verstecken. Ich hätte so gerne den Hechtsprung, ganz im Ernst. Da decken wir auch gleich den zweiten auf. Sehr, sehr nice. Uah. Natürlich. Der ist auch down. Und das waren alle. Sehr, sehr nice. Nur drei. Gefällt mir. Hier gibt es auch noch eine Truhe, die wir unten auf der Minimap erkennen können. Links, unten. Aber dazu müssen wir... Wo müssen wir da hin? War klar. Oh, nice. Glücksamu. Ah, okay. Ich sehe es schon. Müsst ihr mir nicht sagen. Swoop. Und flup. Dum, 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 dum. Stirbfackel und hallo Truhe. Was bergst du in dir? Eine Schatzkarte. Sobald wir auf See sind, können wir damit irgendwas auf der See finden. Bedeutet, meistens sind das Herzteile, meistens auch nicht. Keine Ahnung. Rubine. Sehr viele Rubine. Ja, aber dazu brauchen wir ein bestimmtes Item, um diese vom Grund des Meeres zu bergen. Was genau wir dafür brauchen, weiß ich nicht. Will ich nicht spoilern. Flup. Ich will da nicht runterfallen. Oh, nice. Nice, hat ja viel Rubine gegeben, Leute. Habt ihr das gesehen? Und wie man die tötet, wusste ich davor im Ernst nicht. Bedeutet, das war mein erstes Mal, dass ich den Gegner gerade getötet habe. Und whoops, auf nach oben. Ja, ich glaube, das wär, da wäre auch jeder Spieler selbst drauf gekommen. Und ganz blind spiele ich das Spiel ja auch nicht. Nicht wahr? So, was haben wir hier? Haben wir hier Kohle? Ich hätte gern Kohle, Junge. Gib mir Kohle. Also mit Kohle meine ich Geld, ist klar. Ne? Scheiße. Der Ultra ist auch immer so schlau, ne? Also, da müsst ihr ganz im Ernst zugeben, der Ultra. Das ist so ein schlauer Typ, der einen Teleporter erstmal freisprengt und wir kommen nicht auf die andere Seite, ne? Nee. Bedeutet, erstmal darüber.
Ding. Und dann irgendwie anders dorthin. Valo. Was zur Hölle? Dreht er jetzt völlig durch? Dreht der Typ jetzt völlig durch? Hey, Junge, nicht so schreien. Ja, ich sehe es richtig. Die Brücke bricht ein und ich bin tot. Ich musste aber auch nachsehen. Ich glaube, das ist bis jetzt noch gar kein Let's Player passiert, dass er an der Stelle runtergefallen ist. Bin ich zum Glück der Erste. Habe ich demonstriert. Und